Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jurassic Park The Game. Wir machen im Besucherzentrum genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar genau hier. Okay, wir können irgendwo hin, aber schauen wir uns mal um. Hier ist nichts. Ja, das war sehr klug. Hier am Boden vielleicht, weil am Boden haben wir schon ein paar Mal Sachen übersehen. Diese Sichelklaue am zweiten C. Velociraptor. Was zur Hölle ist hier passiert? Wer den ersten Film gesehen hat, weiß, was passiert ist. Also wir wissen es. Ja. So. Und auch wer den ersten Film gesehen hat. Ja. Okay, ich kann das auch nur so machen. Hä, wo gehe ich jetzt hin? Okay. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass ich hier bin. Ist es aber auch wurscht. Hüpp. Das war schlecht. Was ist passiert? Moment mal. Total im Eimer. Oh. Dr. Harding, hören Sie mich? Sind Sie schon im Besucherzentrum? Hier ist ein Funkgerät. Kann ich helfen? Gut. Alle guten Dinge sind zwei. Oh, gedrückt halten. Ich dachte gerade. Da ist es. Jetzt den richtigen Kanal? Oh ja, scheiße, Schwach, schwach. Wo ist nicht schwach? Hier. Hallo? Hallo? Hier ist Jerry Harding, der leitende Tierarzt. Ich weiß, wer Sie sind. Hier ist Laura Sorkin. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Dr. Sorkin, Sie sind noch auf der Insel? Wir sitzen im Feldlabor fest. Die Straße ist unterspült und die Telefone sind tot. Und was ist mit Ihnen? Oh, was sagen wir denn? Ja. Entscheide du. Ja, entkommener T-Rex. Wir haben einen T-Rex auf der Tourstrecke gesehen. Es ist ein Glück, dass meine Tochter und ich noch leben. Wissen Sie, was los ist? Die Sicherheitssysteme sind zusammengebrochen. Da bricht im Park natürlich das Chaos aus. Scheint, als hätte Hammond schon evakuiert. Ich denke mal, er wollte uns nicht zurücklassen. Nein, natürlich nicht. Ich versuche, auf dem Festland anzurufen. Die sollen uns einen Helikopter schicken. Ich habe hier eine sehr kranke Frau. Scheinbar wurde sie gebissen, aber ich weiß nicht, wovon. Auf jeden Fall etwas Hochtoxisches und... Toxisch? Ausgefranste Wundränder? Heterodonte Bissspur, etwa 20 cm Kieferbreite? Ja, genau so ist es. Was ist mit ihren Augen? Farbloses Klera? Obsoklone? Ja, richtig. Genau so sieht es Verdammt. Aus. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Sie wird mit Sicherheit Krampfanfälle bekommen und nicht wieder zurückkommen. Haben Sie Carfentanyl? Was bitte? Nein, habe ich nicht, Doktor. Wozu sollte ich... Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Ein Viertelmilliliter reicht, wenn sie klein ist, weniger. Dr. Sorkin, bei allem Respekt, aber diese Dosis würde Sie töten. Dr. Harding, Sie müssen mir vertrauen. Sie brauchen ein starkes Beruhigungsmittel gegen die Toxine, und zwar schnell, wenn Sie überleben na sollen. Na gut, okay. Vielleicht im Labor. Nein, stopp! Die Betäubungspfeile für das Gewehr. Das ist eine Endorphinmischung. Das könnte klappen. Geben Sie ihr das so schnell wie möglich. Bleiben Sie so lange bei ihr. Wenn das Zittern beginnt, müssen Sie sie ruhig halten. Aber ist das nicht gefährlich? Wenn normalerweise jemand einen Anfall... Befolgen Sie bloß meine Anweisungen. Ihr Leben hängt davon ab. Rufen Sie mich auf diesem Kanal, nachdem Sie ihr das Beruhigungsmittel verabreicht haben. Das genügt. Ich brauche einen Ort, an dem ich sie behandeln kann, und ich brauche... Betäubungspfeile. Ich hab's gehört. Sie sind im Auto. Ich hol sie. Okay, hör zu. Wenn du etwas siehst oder hörst, geh kein Risiko ein. Komm einfach sofort zurück. Keine Angst. Das mache ich. Wer weiß jetzt schon, dass sie es nicht macht? Ja, machen wir zwar schon, aber... Ja, aber nicht Schwierigkeiten. Na, zurück kann man auch, aber Schwierigkeiten wird's haben. Hup! Ich habe das beim ersten Mal nicht verstanden, warum man das hier machen muss. Schleichen, so leise wie möglich. Ja. Oh Mann. Irgendwas Großes. Nein! Ach. Leck mich. No. Okay. Hier. Nein!
Das war, glaube ich, sogar das Falsche. Boah. Ich hasse diese Quicktimes, wo man so schnell drücken muss. Dad, wo bist du? Jesse, raus! Jetzt! Was? Super, oh Gott. Aufstehen mal wieder, schwerste Challenge. Huh. Nein, ich bin tot, oder? Nicht bewegen, Jesse! Er kann dich nur sehen, wenn du dich bewegst. Oh, was muss ich nochmal machen? Ist dir gut, Liebling? Alles in Ordnung. Versteck dich einfach. Oh nein. Alter, sie bewegt sich. Ihr Zustand wird immer schlechter. Ich brauche diese Pfeile. Dad, ich kann die Pfeile holen. Nein, Jesse, hau einfach ab. Ich lass dich nicht allein. Sie hatten nicht mehr lange durch, oder? Okay, jetzt auf Zeit. Vielleicht, oder? Ich weiß nicht. Nein. Jetzt! Oh, fuck. Jetzt. Doch, man muss immer kurz rüberdrehen und dann... Ah, fast geschafft. Yeah. Ja, geh da rüber. Schau da. Ich will da hin. Alter, du Penner. Was haben Zeit, bitte? Oh. Kiste runterschmeißen. Ablenkung. Beim ersten Mal habe ich so lange gebraucht, das rauszufinden. Ich brauche eine bessere Idee, so funktioniert das nicht. Oh Gott, was war jetzt nochmal? Dr. Sorkin, wir brauchen Ihre Hilfe. Haben Sie ihr die Injektion gegeben? Noch nicht, aber... Ich verliere Ihr Signal. Versuchen Sie mich in ein paar Minuten... Verdammte! Ach Mann, am Arsch. Halten Sie durch. Okay, das war nur das. Ich muss ihn von Jesse wegbekommen. Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Na, hau wir die Kisten nochmal. Ja, das haben wir schon gemacht. Ich glaube nicht, dass es nochmal funktionieren wird. Oh, ich weiß wieder, was es war. Ja Gott, ich bin ein Trottel. Ich weiß wieder. Treffen könnte. Genau. Wir müssen nämlich mit Jess hier rüber. Und jetzt ist die Frage, reicht das schon? Jo. Du kleiner mieser Rexvieh. Was? Aber jetzt können wir noch treffen. Ja, ich weiß aber nicht mehr was. So. Wow. Na weiter, weiter. Ah, oh, danke. Ich habe mir schon gedacht, warum hält ihr das aus? Gib mir den Pfeil. Jesse, halt sie ruhig. Ich hasse das so, dieses... Danke. Es wird nachher noch schlimmer, dieses Ruhighalten. Donde estoy? Ich
fasse es nicht. Durch das Fenster. Jess, bleib unten! Jesse! Halte durch! Ich werde... Jesse! Ach nee. Nein! Ich bin hier! Ich sitze fest! Keine Angst, Schatz. Es ist nicht weit. Ich fange dich! Okay. Ich kann nicht! Loslassen, los! Keine Angst, Liebling. Okay, hör zu, Liebling. Ich zähle bis drei, dann lässt du los. Und ich bleib genau hier. Ich werde dich auffangen. In Ordnung? Okay. Okay. Gut. Eins. Drei. Zurück muss das Test kommen. Ja. Oh, fuck. Du hast versandt. Nein, nein, ich hab alles noch gut gemacht. Oh, fuck. Hey! Bo-bo-bo! Nochmal! Los, schlaf ein! Oh mein Gott. Jetzt! Komm, Liebling, ich hab dich! Gehen wir! Weiter so! Genau nochmal unter Zeitdruck. Boah, Dr. Sorkin? Hier, was ist los? Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Den Wagen und? Anlassen. Haben Sie das Beruhigungsmittel? Das ist momentan nicht das Problem. Reden Sie. Setzen Sie das Tourfahrzeug in Bewegung. Ich verstehe nicht. Vertrauen Sie mir bitte. Starten Sie den Wagen. Na gut, Moment. Er sieht nur, was man sich bewegt. So ein Schwachsinn. Er ist weg. Gut. Dad? Ja? Was? Ich habe genug von Dinosauriern. Wenn das so ist, gehen wir nach Hause. Na los, ich muss noch telefonieren. Was ist mit dir? Ich glaube, die ist da oben jetzt. Ich weiß nicht. Wie lange war ich weg? Wir haben sie gestern gefunden. Wir sind irgendwie auf sie gestoßen. Maldita sea. Also, wer ist Mariquita? Mariquita? Niemand. Nur ein Wort. Oh, mein Spanisch ist so mies. Ich habe versucht, im Auto mit ihnen zu reden und ich dachte, sie bringen mich wegen meiner Grammatik gleich um. Und, worüber haben wir gesprochen? Hilfe ist unterwegs. Im Kontrollraum herrscht Chaos, aber die Telefone funktionieren. Hey, Sie sehen schon viel besser aus. Hilfe ist unterwegs? Ingen schickt ein Rettungsteam. Bald kommt ein Helikopter und bringt uns zum Festland.
Ein richtiger Arzt wird sie untersuchen und kein Tierarzt. Ein Rettungsteam? Ingen, meine Sachen. Ich hatte ein Paket. Oh, das ist hier. Die Bisswunde an ihrem Arm. Wie ist das passiert? Irgendwas im Dschungel. Ganz langsam. Erzählen Sie von vorn. Ich repariere Dinge. Und ich bin die Beste. Wissen Sie was? Ich habe keine Zeit für sowas. Hey, hey, ganz ruhig. Kein Grund zur Aufregung. Es gibt keine Rettung. Nicht für Sie. Und wenn mich nicht alles täuscht, meine Erinnerungen richtig sind, dann war das erste Kapitel, genau. Episode 2, die Kavallerie. Na, jetzt den Cut schon machen wir ein bisschen früh. Jetzt geht's noch ein bisschen mit Flugsauriern weiter. Ja. Sieht aus, als ob der Sturm hier alles auseinandergenommen hat. Wir sollen die Leute hier nicht vor dem Sturm retten, Dike. Na klar, weiß ich doch. Wer ist denn jetzt noch alles auf der Dino-Insel? Oscar, du hast die Liste. Sag Dike, was wir hier genau tun sollen. Er hat schon wieder ein Briefing verschlafen. Suchen und retten. Biogenetikerin Dr. Laura Sorkin, Gentechniker David Banks, Parktierarzt Jerry Harding, seine Tochter Jessica Harding und eine nicht identifizierte Frau, die Warte, sagtest du gerade was von... Ja, auf der Arbeit war wohl verfüttere deine Tochter Tag. Nur gut, dass sie mich geschickt haben, um sie zu retten. Riesige fleischfressende Dinosaurier oder Billy Yoda. Ich weiß nicht, was bedrohlicher klingt. Team Bravo, hier Alpha Doc. Wann kommt ihr voraussichtlich am Besucherzentrum an? Over. Wir sind hier, wo seid ihr? Das reinste Schlachtfeld. Keine Spur von Überlebenden. Over. Nun auf unsere Runde. Auf dem Weg zur Landezone. Ankunft in circa 10 Minuten. Ende. Hey, hey, Dike. Nicht so schnell. Vargas meinte, da ist niemand. Warum also hetzen? Schauen wir uns doch eine Weile die Insel an. Tut mir leid, Yoda. Du hast keine Pauschalreise gebucht. Wir sind rein dienstlich hier. Das reicht, Ikev. Du bist gefeuert. Yoda übernimmt. Du fliegen? Ha! Ich erinnere mich an deine traurige Vorstellung in der Pilotenschule. Ich habe den zweiten Schaltknüppel nicht grundlos abmontiert. Hör zu, Ingen will, dass wir die Überlebenden so schnell wie möglich finden und wieder verschwinden. Das ist alles. Da liegst du falsch, Dike. Was, Hülme? Was? Was? Dino-Stiefel. Okay. Na? Ingen will anscheinend unbedingt ein paar Stiefel aus Dinosaurierhaut. Wir haben den Befehl, einen Triceratops zu töten und zu häuten, bevor wir die Insel verlassen. Oh, verstehe. Ich bin eigentlich hier, um zwei Höhlenmenschen abzuwerfen. Jetzt ist alles klar. Du hast gesagt. Oh, das war, glaube ich, lustig. Das habe ich, glaube ich, mal gemacht. Oscar, dich hier ängstliches Baby auf Piloten setzen. Happy, happy. Alpha, bitte kommen. Team Bravo wurde ausgeschaltet. Sind im Dschungel. Mehrere Angreifer. Ich trete den Rückzug. Los, los, los! Ja, und was es jetzt hier beim Besucherzentrum für die Jungs zu sehen gibt, erfahren wir dann beim nächsten Mal bei Let's Play Jurassic Park. The Game.